Hallo liebe Funkstädterinnen und Funkstädter, der Horst Knell und ich, wir sitzen heute zusammen wegen der Diskussion um die Haushaltsdebatte 2021. Der Bürgermeister hat ja zum wiederholten Mal das Geld der Bürger benutzt, um vor der Wahl Stimmung gegen die UBP zu machen und nicht nur gegen die UBP. So, er sperrt sich so gut er kann. Nein, eigentlich sieht er alles miteinander als Affront gegen ihn und er scheut sich nicht in meterlangen, ermüdenden E-Mails den Menschen zu erzählen, dass die Aufgabe des Parlaments sei, die Sparvorschläge zu präsentieren, die er dann wiederum nicht umsetzen will. Um die Brisanz überhaupt dieser Beschlüsse darstellen zu können, bitte ich dich, Horst, erzähl doch mal aus deiner Sicht, ich meine, du bist Banker, du bist Volkswirt, diplomierter Volkswirt, also kennst dich mit Zahlen aus. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie sich das mit dem Haushalt verhält. Und erzähl es mir bitte so, dass auch die Leute, die das mitlesen, mithören, mitsehen, es verstehen. Also bitte lass mal ein paar Nullen weg. Wir reden jetzt mal nicht über Millionen, wir reden jetzt mal über Hunderttausende oder sonst was oder Tausende. Dann sage ich noch, ich möchte betonen, dass die Zahlen und Fakten keine Fiktion sind, sondern auf den tatsächlichen Verhältnissen basieren. Mit Ausnahme dieser Nullen, die wir weggestrichen haben, damit das verständlich wird. Horst, du hast ja häufiger erwähnt, dass wir am Scheideweg sind. Jetzt sag mal was dazu. Craig, ich nehme gerne die Gelegenheit wahr, dir aus meiner Sicht zu erläutern, wo die Stadt Punkstadt nach der Vorlage der Haushaltssatzung 2021 heute steht und was wir in den nächsten Jahren zu erwarten haben. Mhm. Um das besser einordnen zu können, um das besser verstehen zu können, müssen wir allerdings ein paar Jahre zurückgehen. Mhm. Du weißt, ich bin ein Mann, der gerne auf der Basis von ZDF entscheidet. Zahlen, Daten, Fakten. Ich stelle ungern Blankoschecks aus und wenn ich nicht weiß, was etwas kostet, werde ich es auch nicht kaufen. Aber jetzt lass uns mal konkret schauen, mit welchen Zahlen wir konfrontiert sind, über welchen Haushalt beschlossen werden soll. Wie gesagt, ich sehe hier eine Parallele zwischen von der Zeit in 2010, 2011, unmittelbar nach der Finanzmarktkrise und der Gegenwart in der Corona-Krise. Die Voraussetzungen sind sehr ähnlich und deswegen lohnt es sich, einen Blick zurück in die Vergangenheit zu werfen. Mhm. Hier auf diesem Schaubild ist auf der waagrechten Linie ganz unten ist eine Zeitreihe abgebildet, beginnend von 2010 bis 2024. Die senkrechte Linie, das sind Millionen Euro-Beträge oder übersetzt bei einem Privathaushalt Beträge in der Größenordnung von Tausenden. Was bedeuten die Linien? Die blaue Linie, das sind die Jahresergebnisse der Stadt Pfungstadt in diesem Zeitraum. Das heißt, das sind die Beträge, die man eigentlich am Jahresende noch übrig hat. Ja, und zwar muss man sich das so vorstellen, das Ergebnis setzt sich zusammen einmal aus den Erträgen, die die Stadt hat. Hm. Was ist das? Das sind Steuern, das sind Gebühren, das sind Abgaben. Und auf der anderen Seite der Aufwand, den die Stadt hat. Mhm. Aufwand Kosten für das Personal, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Aufwand auch für Zinsen zum Beispiel, das fällt hier auch rein. Und das Jahresergebnis ist nichts anderes als die Differenz des Ertrages und des Aufwandes. Mhm. Was bedeutet das für einen Privathaushalt? Ein Privathaushalt hat Erträge in der Form von Lohn und Gehalt, Kindergeld zum Beispiel, das ist sein verfügbares Einkommen, was er hat jeden Monat. Das Geld, was auf dem Girokonto des
Einwohners, des Bürgers gut geschrieben wird. Auf der anderen Seite hat der Bürger natürlich auch Ausgaben. Er muss ja seinen Haushalt bestreiten können. Da gibt es Ausgaben, das sind Fixkosten. Das Strom, Gas, Wasser beispielsweise. Strom, Gas, Wasser. Das ist das, was er für die lebensnotwendige Versorgung braucht. Mhm. Dann gibt es aber auch viele Ausgaben, die sind freiwilliger Natur. Die kann er selbst verteilen nach eigenen Wünschen. Urlaub. Er kann in Urlaub fahren. Restaurantbesuche. Restaurant, okay. Kino, ja, was, okay. Was auch immer. So ähnlich ist es auch bei der Stadt. So muss man sich das vorstellen. Das ist die blaue Linie. Die blaue Linie ist quasi die Differenz dessen, was er auf seinem Girokonto erhält, jeden Monat, und das, was er im Monat ausgibt. Mhm. Und das kann man natürlich auch aufs Jahr projizieren und übers Jahr dann sehen, wie sich seine Haushaltsposition, die private Haushaltsposition entwickelt hat. Wenn es ein sparsamer Mensch ist, wird am Ende des Jahres ein bisschen was übrig bleiben, was er auf sein Sparbuch überweisen kann. Wenn es jemand ist, der gerne Geld zum Konsumieren nutzt, der sich gerne etwas mehr leistet, der nicht in den Bayerischen Wald in Urlaub fährt, sondern nach Mallorca, der vielleicht auch mal sich ein Glas Champagner gönnt, öfter ins Theater geht oder dergleichen. Vielleicht reicht dann das verfügbare Einkommen nicht, was er hat. Aha, okay. Und in diesem Fall nimmt er halt seinen Dispo-Kredit in Anspruch auf dem Girokonto und nimmt einen Konsumentenkredit auf. Gut. Gibt es ja so Situationen wie jetzt zum Beispiel. Wir haben die Corona-Pandemie. Viele Leute sind jetzt in Kurzarbeit beispielsweise. Was passiert da? Also plötzlich ist das Geld nicht da, mit dem man gerechnet hat, sozusagen. Das ist genau die Problematik, wenn eine Krise, die man niemand vorhersagen kann, aber wenn die plötzlich auftritt, wie verhalten sich dann die Bürger? Genau, das ist die Kernfrage. Ja, das ist die Kernfrage. Da gibt es die Möglichkeit, sag mal, nenn ihn mal fiktiv Max Mustermann, der sagt, hoppla, ich habe jetzt noch, wir sehen hier die schwarze Zahl. 6.600 Euro auf dem Sparkonto. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Krise dauert. Ich habe, mein Arbeitgeber hat Kurzarbeit angemeldet. Ich weiß aber nicht, wie lange die Kurzarbeit währt. Aber ich weiß definitiv, dass ich am Ende des nächsten Monats weniger Geld auf dem Girokonto haben werde. Also, Urlaub, Mallorca, Teneriffa ist gestrichen. Familie fährt in den Bayerischen Wald. Man spart sich vielleicht auch einen Restaurantbesuch im Laufe des Monats. Und man versucht, das Geld zusammenzuhalten. Also auf gut Deutsch gesagt, jetzt Schluss mit lustig sozusagen. Wir nehmen uns ein bisschen zusammen und warten, bis es besser wird. Man kann auch sagen, der Gürtel wird enger geschnallt. Oder so. Sage ich mal. Ja? Und das Gegenstück dazu? Das Gegenstück dazu ist Familienvater Peter Lustig, der sagt, interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Die Krise wird nicht lange währen, das wird alles bald wieder besser werden. Ich ändere nichts an meinem Lebensstil. Ich fahre weiterhin nach Teneriffa in Urlaub, ich gönne mir meine Restaurantbesuche und ab und zu gibt es eben auch ein Glas Champagner. Also um das zu verkürzen, am Jahresende steht er dann mit Minus da. Das ist sein Problem dann. Er hat quasi mehr Geld ausgegeben, als er sich leisten kann. Ja. Und muss sehen, dass er diese Mehrausgaben finanziert. Ja. Das geht natürlich dann nur, indem er sein Girokonto überzieht. Er hat dann einen Dispo-Kredit am Ende des Jahres aufgenommen. Ja, jetzt muss man ja spekulieren, muss sagen, entweder er schafft es da wieder raus in der Form, dass das Leben wieder beginnt, seine Arbeit wieder beginnt und er sich da durch Abzahlung von seines Dispos wieder in die Richtung Nulllinie bewegt? Oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Ja, du siehst ja hier, um die Situation nochmal zu verdeutlichen, der Max Mustermann und auch der Peter Lustig, beide haben angefangen bei
1.700 Euro auf dem Sparkonto. Mhm. Dann hat der Max Mustermann sagt, okay, ich ändere meinen Lebensstil, ich bleibe über dieser gestrichelten Nulllinie hier im schwarzen Bereich. Ja. Das ist ein Verhalten, was jeder normale, vernünftige Bürger an den Tag legen würde, ja, in so einer Situation. Mhm. Peter Lustig sagt, interessiert mich alles nicht, ich bleibe bei meinem Lebensstil und setze vielleicht auch noch ein paar Ausgaben obendrauf. Und das Ergebnis ist natürlich das, was wir dann hier auf dieser orangenen Linie sehen. Beim Dispo-Kredit kommt er dann in die negativen Zahlen. Immer tiefer runter. Und solange er unter der Null bleibt, sinkt er immer tiefer in die roten Zahlen. Also hier sieht man das nach dem ersten Jahr, wenn er 3.900 Euro mehr ausgegeben hat, als er erhalten hat auf dem Girokonto, dann rutscht er hier natürlich dann ab auf der gelben Linie. Und solange die blaue Linie immer im negativen Bereich ist, unterhalb der Nulllinie, dann nimmt er Geld auf und sein Dispo-Kredit wird immer höher. Hier in unserem Schaubild ist der absolute Tiefpunkt erreicht, im Jahr 2015 dann, bei einem Dispo von 23.700. Das hieß damals, und das sind ja keine fiktiven Zahlen, das sind reelle Zahlen. Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2015 hatte die Stadt 23,7 Millionen Kredite aufgenommen, die ja irgendwann auch wieder zurückgezahlt werden müssen. Okay. So, und zu diesem Zeitpunkt kam dann konjunkturell eine Trendwende. Wobei man vorher noch sagen muss, es kamen noch Sonderbelastungen dazu dann. In dieser Phase 2014, 15 und teilweise auch noch 17 Sonderbelastung. Bei der Stadt war es der Badesaunapark, der abgeschrieben wurde. Es wurde auch ein Förderdarlehen abgeschrieben in der Größenordnung von 5 Millionen. Also richtig große Beträge, die den Haushalt belastet haben und die verhindert haben in dieser Phase, dass wir uns wieder als Stadt der Nulllinie nähern. Mhm. Für die Privatpersonen vergleichbar vielleicht, Peter Lustig hatte vergessen, Motoröl bei seinem Motor reinzufüllen und hat einen Totalschaden beim Auto und muss dann zukünftig mit der Straßenbahn fahren. Und das Auto ist weg. Also der hat das dann Auto ist weg. 8.000, 10.000 Auto wird stillgelegt, wird verschrottet dann anschließend. Verschrottet, ja. Ja. Möglicherweise hat er einem guten Freund auch einen Kredit gegeben und der gute Freund aufgrund der Gesamtsituation oder der gute Freund konnte dann den Kredit nicht zurückbezahlen. Alles Dinge, die im privaten Bereich auch passieren können, aber die sich natürlich dann einschneidend im Portemonnaie bemerkbar machen. Okay, verkürzen wir das Ganze mal. Es könnte ja jetzt jemand kommen und könnte sagen, hör mal, Peter Lustig, du tust mir so richtig leid, ich gebe dir ein bisschen Geld dazu. Also ich sag mal, der gute Onkel kommt um die Ecke oder sowas. Ja? Genau. Irgendwo hatte dann das Land Hessen ein Einsehen. Das ist der gute Onkel. Das ist der gute Onkel. Hatte das Land Hessen ein Einsehen mit den Kommunen, die immer in diesem negativen Bereich gearbeitet haben. Und das Land Hessen hat dann gesagt, okay, ihr könnt jetzt die Reset-Taste drücken und ich erlasse euch die Schulden. Wir finden einen Weg, dass ihr braucht die Schulden nicht mehr zurückzuzahlen. Also Reset ist ja im Prinzip auf Null stellen. Auf Null stellen. Alles wird auf Null gestellt. Okay. Ja? Und da sind wir dann im Jahre 2018 0,3. So. Mhm. Das Land Hessen erwartet aber von den Kommunen, dass sie zukünftig nicht mehr, dass sie ordentlich wirtschaften, dass sie seriös wirtschaften
und dass eine Situation, wie sie in den Vorjahren aufgetreten ist, sich nicht wiederholt. Mhm. So, jetzt schauen wir uns mal an, was dann ab dem Jahr 2018 passiert ist. Mhm. Wir hatten zwei gute Jahre konjunkturell gesehen. 2019 lief gut. Da hat die Stadt Funkstadt ein positives Ergebnis von 4,6 Millionen erreicht. Mhm. Bis dahin war die Welt noch in Ordnung, auch vielleicht noch im ersten Quartal 2020. Aber dann kam die Corona-Krise. Mhm. Greg, lass dich bitte nicht irritieren, dass hier nochmal ein Sprung bei den Rücklagen von 4,9 auf 6,6 Millionen erfolgte. Dieser Sprung wird begünstigt durch einen Gewerbesteuerausgleichsbetrag, den die Stadt erhalten hat vom Land Hessen als einmalige Zahlung, Bund. Ja. Das hat der Stadt eine Gutschrift gebracht in Höhe von 3,6 Millionen Euro. Ansonsten wäre die schon... Also die 1,7 Millionen, die wir hier sehen, die sind eigentlich geschönt. Normalerweise muss man da die 3,6 Millionen abrechnen, sodass man zu diesem Zeitpunkt bereits mit rund 2 Millionen in den roten Zahlen war. Ja. Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte man als Bürgermeister merken müssen, oh, hier geht was in die falsche Richtung, wir müssen sparen. Mhm. Corona-Krise hat sich hier merklich ausgewirkt. So, dann kam 2020 keine Verbesserung und 2021 ist jetzt die Haushaltssatzung, die wir vorgelegt haben. Und diese Haushaltssatzung, da kommt jetzt das ganze Dilemma zutage, hat ein Defizit von 4 Millionen Euro. Defizit, was ausgeglichen wird und was nur gegen die Rücklagen, die wir haben, also erinnern wir uns an Max Mustermann und Peter Lustig, was nur gegen die Rücklagen ausgeglichen werden kann. Man kann das hier rein rechterisch auch nachvollziehen. Die meisten Rücklagen hatten wir 2020 aus den genannten Gründen heraus. Wenn wir jetzt plötzlich 4 Millionen weniger haben, bleiben nur noch 2,6 Millionen Rücklagen übrig. Diese Rücklagen, die wir hatten, da hattest du ja auch so ein bisschen die Finger mit im Spiel, dass das überhaupt funktioniert hat. Ja. Ich will es jetzt nur einfach mal erwähnen. Ja. Danke, dass du darauf hinweist. Ich habe in 2018 bereits einen kleinen Beitrag geleistet und habe durch eine Eingabe erreicht, dass die Erträge der Stadt sich um 3,6 Millionen erhöht haben. Mhm. 3,6 Millionen zusätzliches Eigenkapital, Rücklage, was uns natürlich in der Zukunft auch helfen wird und geholfen hat. Und die fassen wir jetzt auf einen Schlag an, oder was? Die 4 Millionen müssen gegengerechnet werden gegen die 6,6 Millionen. Ja. Also wenn wir hier ein geringeres Defizit hätten, hätten wir auch mehr Rücklagen. Ja. Insofern kann, glaube ich, jeder auch bildlich nachvollziehen, dass wir aus den 6,6 2,6 werden und fast noch schlimmer, die Ausgabensteigerung führt auch dazu, dass wir im Folgejahr, nämlich in 2022, 2023, 2024, weiterhin unter der Nulllinie arbeiten. Das heißt also dann weiterhin nach Süden, wie man so schön sagt, also der Berg der Schulden wird dann wieder höher. Die Richtung geht weiter in den Keller. Mhm. Wir kommen dann wieder, genau wie nach der Finanzmarktkrise, wieder in den negativen Bereich. Und wir haben... Man nennt negative Rücklagen, nennt man auch Fehlbeträge oder Verlustvorträge. Mhm. Ja, die Verlustvorträge erhöhen sich immer mehr. Und wenn wir der mittelfristigen Planung folgen, die uns der Bürgermeister vorgelegt hat, sind wir konfrontiert mit 7,4 Millionen Verlustvortrag. Schon. Bereits im Jahr 2024. Jetzt haben wir ja so Ausgabenpositionen, über die wir uns auch ärgern.
Ich denke jetzt zum Beispiel an den Hessentag, ja, wo wir von vornherein schon wissen, mindestens 2,3 Millionen stehen da auf dem Spiel, sagen wir lieber 3. Und wir haben dann die Situation um diese Anmietung des Obergeschosses von der Kirschmühle, die zwar auch Kleingeld sind, aber im Prinzip nicht unbedingt sein müssen, weil das summiert sich auch mit der Zeit. Wir haben dann darüber hinaus aber auch die Diskussion um das Schwimmbad. Und der Bürgermeister reitet ja so fürchterlich auf dem Schwimmbad rum, als wäre das sozusagen die Rettung des Haushaltes sozusagen, wenn das Schwimmbad nicht wäre. Ich will es jetzt einfach mal so ganz brutal ausdrücken. Leute, wenn das Schwimmbad nicht wäre, dann ging es uns allen besser. Das kann doch gar nicht sein. Der Bürgermeister lenkt ab vom Hessentag im Prinzip, ja, durch seine Bemerkungen zum Schwimmbad. Das Schwimmbad taucht in der Haushaltssatzung überhaupt nicht aus. Das Schwimmbad und das Defizit, das erwartet wird für das Schwimmbad in der Größenordnung von 800.000, 850.000 Euro, spiegelt sich noch gar nicht wieder in der Haushaltssatzung, in den Zahlen der Haushaltssatzung. 850.000, das heißt, wenn ich mir jetzt den Hessentag zum Beispiel anschaue, der ja, ich sage jetzt einfach mal 3 Millionen, damit wir irgendwo eine runde Summe haben, die auch verständlich ist, dann wäre das für 10 Tage Hessentag, Feierei, der Gegenwert von 4 Jahren oder 3,5, wie auch immer, Schwimmbadunterstützung. Ja, ich meine, die Finanzplanung für den Hessentag sieht ein Defizit vor von 2,3 Millionen. Ja. Der Hessentag soll zwar abgespeckt werden, wir wissen bis heute aber noch nicht in welchem Umfang. Okay. Ich brauche jetzt einfach nur herzugehen und die 2,3 Millionen durch rund 800.000 zu rechnen. Ja. Damit ist klar, dass mit dem Hessentag für die 10-Tages-Party, für die reine Veranstaltung und dem Defizit durch den Hessentag, durch diese Veranstaltung, könnte man 3 Jahre Schwimmbadzuschuss abdecken, absichern. Ich möchte es mal so ausdrücken. Ich habe immer das Gefühl, man hört uns nicht zu. Wir kaufen uns Berater ein für allen möglichen Kram. Schwimmbad, ich weiß nicht wie viel, aber ich sage jetzt einfach mal 150.000. Dann eine Schwimmbadumfrage, von der wir ja wussten, wie sie ausgeht, für 40.000. Gut, vielleicht waren die in diesen 150.000 drin. Krück, Staranwälte, Eckpapier, alles Mögliche. Das ist doch Geld, was wir rausgegeben haben, ohne einen richtigen Gegenwert dafür zu bekommen, weil das haben wir schon vorher gewusst. Krieg, die Situation ist ja schlimmer insofern, dass die UBP immer wieder darauf hingewiesen hat, dass diese Kosten unnötig sind. Wir haben im Vorfeld schon gesagt, dass kein privater Investor für ein Schwimmbad gefunden werden. Das war ja so ein Ding, ja. Ja, warum muss ich ein Jahr lang warten und einen Berater engagieren, der einen Privatinvestor für ein öffentliches Schwimmbad suchen soll? Privates Schwimmbad suchen soll. Ja. Es war von vornherein klar und selbst die Berater haben die Stirn gerunzelt und haben gesagt, das ist eine immens schwere Aufgabe. Also das, aus meiner Sicht hätte man sich sehr viel Geld und auch Zeit sparen können, wenn man auf diese Berater verzichtet hätte. Ich möchte es mal so ausdrücken. Ich habe erlebt, wir beide sitzen ja im Magistrat, ich habe erlebt, dass eigentlich sehr viel Verhinderungstaktik dahinter steckt. Ja? Wenn wir jetzt mal wieder einen Berater einsetzen, haben wir mal wieder ein paar Wochen irgendetwas zu tun. Das kostet zwar Geld, aber wir können dann sicher sein, dass wir das richtige Ergebnis bekommen. Und ich bin jedes Mal enttäuscht davon gewesen, dass man tatsächlich so einen Haufen Geld für eine Leistung ausgibt, deren Ergebnis man im Prinzip im Vorhinein schon weiß. Greg, wenn ich nochmal auf den Brauereiinvestor zu sprechen kommen darf. Wir hatten den Mann nach 14 Tagen, 3 Wochen entlarvt gehabt. Ja? Das waren ein paar Anrufe, ein paar Recherchen gewesen und dann wussten wir, mit wem wir es zu tun hatten.
Dieser Mann hatte nie die Absicht, die modernste Brauerei der Welt auf dem Schwimmbadgelände zu errichten. Wir konnten uns aber nicht durchsetzen mit unserer Meinung. Mir ist sogar in den Ausschüssen das Rederecht untersagt worden. Das fand ich ein richtig hartes Stück. Weil man einfach die Wahrheit nicht hören wollte. Ja. Und so leid mir das tut, solange die UBP nicht die Mehrheit hat in der Stadtverordnetenversammlung, laufen halt immer wieder Gefahr, dass wir überstimmt werden und dass unsere richtige Position nicht zum Tragen kommt und viel Geld und Zeit verschwendet wird mit unnützen Aktivitäten. Ich wollte dich eben gerade fragen, so zu den anderen Fraktionen, und da fiel mir eben gerade ein, weil wir ja die Brauerei hatten, da gab es doch noch einen Ansatz von der FGL, die eine Crowdfunding-Aktion zugunsten der Brauerei machen wollte. Ich stelle mir das als Unternehmer vor, wenn irgendjemand kommt und sagt, wir sammeln für dein Unternehmen Geld und das kommt dann in die große Öffentlichkeit, dann bin ich pleite sozusagen. Ja? Und wir wussten doch eigentlich schon seit Jahren, dass die Brauerei nicht so gut dasteht. Und trotzdem gab es ja von anderen Fraktionen so die Idee, man könnte ja mit städtischem Geld einen Kredit der Brauerei geben, um die wieder ins Laufen zu bringen. Ja, zu dem Zeitpunkt, als dieser Vorschlag kam, dieser Fraktion, war klar, dass die Brauerei finanzielle Probleme hat. Ja. Letztendlich mündeten diese finanziellen Probleme nicht zuletzt auch aufgrund des Scheiterns der Verhandlungen mit Uwe Dieter Krück, mündeten in der Insolvenz. Hm. Man muss sich mal vorstellen, was passiert wäre, wenn private oder öffentliche Gelder durch Vermittlung der Stadt über Crowdfunding oder als Direktkredit, wie auch immer, an die Brauerei geflossen wäre. Wohin wäre das Geld gekommen? Und das kurz vor der Insolvenz. Genau. Hätten wir dieses Geld wieder zurückbekommen? Ich darf da mal ein großes Fragezeichen dran machen. Ich sage jetzt einfach mal so, wir hätten vielleicht sogar Probleme mit der Gerichtsbarkeit bekommen, weil wir sehenden Auges jemandem Geld gegeben hätte, der es im Prinzip verbraten hätte. Aber das zeigt mir wieder, wie laienhaft der Ansatz von mancher Fraktion ist in der Stadtverordnetenversammlung. Ja. Und das... nicht immer die notwendige fachliche Expertise vorhanden ist, die wir von Seiten der UBP sicherlich mit einbringen können, gerade in finanziellen und wirtschaftlichen Fragen. Gut, ich meine, wir haben ja die entsprechenden Leute auch bei uns, die so wie du aus dem Geldgeschäft sozusagen kommen, wir haben Unternehmer dabei. Es sind alles Leute, die tatsächlich auch richtig auch in Krisensituationen mit Geld umgehen mussten, um sich zu organisieren. Das findet man eben so einfach bei den anderen Fraktionen nicht. Und ich frage mich jedes Mal, wie kommt ihr eigentlich darauf, also andere Fraktionen, dem einfach so zuzustimmen, was da passiert? Ist das, denkt ihr das zu einfach oder wie auch immer? Ich habe keine Ahnung. Lass uns mal zum Schluss kommen. Ich denke, es gibt einiges zu tun. Und so wie wir im Moment aufgestellt sind, wir sind ja die zweitstärkste Fraktion, wird das nicht funktionieren, also in der gleichen Situation. Wir brauchen da schon noch ein bisschen Unterstützung, auch aus der Bevölkerung. Sprich, wir müssen ein bisschen stärker werden, die richtige Umgebung zu schaffen. Mir fällt da jetzt im Moment nichts anderes dazu ein, als Wording sozusagen. Aber so wie es in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man schon beinahe sagen, gelaufen ist, haben wir uns nicht weiterentwickelt. Und wir sehen, dass uns unsere Nachbarstädte Weiterstadt Griesheim den Rang ablaufen. Wir haben das Problem mit dem Mittelzentrum. Alles Dinge, die ungelöst sind, aber die alle etwas damit zu tun haben, dass wir unsere Hausaufgaben Richtung Finanzen nicht gemacht haben. Ich darf jetzt nochmal auf die Haushaltssatzung zurückkommen, Greg, unser Eingangsthema.
Allein aufgrund des Schaubilds, aufgrund der Grafik hier, sieht man die Notwendigkeit, dass eine Trendumkehr stattfinden muss. Wir können nicht so weiterwursteln wie bisher mit negativen Zahlen. Mhm. Wie kommt das bei der Kreisaufsicht an, wenn wir unseren Haushalt zur Genehmigung vorlegen müssen? Wir bekommen vielleicht nicht nur die gelbe, sondern auch die rote Karte gezeigt. Vielleicht sagt man hier, Stadt Funkstadt, ihr habt die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Vielleicht müssen wir wieder für euch einen Schutzschirm aufspannen oder wie. Ihr könnt das immer nicht alleine, ihr braucht unsere Hilfe, ihr seid jetzt einfach mal unser Mündel. Also was ich damit nur sagen will, wir laufen Gefahr, wenn wir nicht rigoros gegensteuern, sei es jetzt auf der Aufwandseite oder auch auf der Ertragsseite, dass zukünftige Haushalte nicht mehr ohne massive, einschneidende Maßnahmen genehmigt werden. Aber du meinst jetzt nicht einschneidende Maßnahmen in Richtung Bevölkerung, dass die jetzt plötzlich da bluten müssen dafür, dass wir das gemacht haben, sondern wir müssen es aus dem Inneren heraus machen. Das heißt, wir müssen am System selbst etwas ändern. Wir müssen an der Denke was ändern, ja. Grundsätzlich. Ja? Ja. Und da ist meines Erachtens auch der Bürgermeister gefordert, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Man kann nicht immer sagen, die Legislative, die Stadtverordneten mögen doch bitte Vorschläge unterbreiten, wie wir aus dieser Misere wieder herauskommen. Da muss auch Führungsqualität, Führungsstärke eines Stadtoberhaupts an den Tag gelegt werden. Ja, immerhin Die Bundeskanzlerin kann auch nicht sagen, es soll doch der Bundestag über den Lockdown entscheiden. Das ist eine unangenehme Sache, da halte ich mich lieber zurück. Ich warte auf entsprechende Anträge aus dem Parlament. Mhm. Ja? Ja, immerhin ist der Bürgermeister ja der Chef, der Vorsitzende eines Unternehmens mit 60 Millionen Euro Umsatz, 300 Mitarbeitern und 25.000 Kunden. Ja, so kann man das durchaus sehen. Ja. Und insofern muss man hin und wieder dann auch sachlich, fachlich, qualifiziert entscheiden und darf nicht immer nur sich identifizieren mit den Geschenken, die man gerne verteilt, die jeder von uns gerne verteilt. Ja, klar. Die man auch gerne hätte und so weiter, aber ja. Wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Horst, ich danke dir. Es war interessant, sich mit dir zu unterhalten. Es war auch ganz gut, dass wir das einfach mal auf eine Ebene gezogen haben, die ja auch für die Bevölkerung informativ und verständlich ist. Ja. Wir hoffen einfach mal, dass aus den Wahlen am 14. März etwas herauskommt, das uns stärkt und dass wir tatsächlich dann die Möglichkeit haben, Einfluss darauf zu nehmen, wie es der Stadt dann in den nächsten 10, 15 Jahren gehen wird. Danke dir.